So, jetzt Ivona Dadic. Für sie gilt Ähnliches wie für Schwarzkopf. Immer wieder verletzt gewesen, jetzt auch schon ganz anders im Training als noch vor 4 Jahren. Hat viel Kraft aufgebaut, das heißt, ein 13er ist für sie absolut drinnen und der erste Versuch geht schon über die 13-Meter-Marke, wenn ich es richtig gesehen habe. Schauen wir noch einmal hin. Scheint ihr gar nicht so gefallen zu haben im ersten Moment. Oder vielleicht ist das sogar ein Ausdruck der Entzückung. Jedenfalls ist der erste Wert 13,54 Meter. Und das ist praktisch genau das, was sie sich vorgenommen hat. So, dann haben wir Ivona Dadic. Oh, der war sehr gut, der war wieder deutlich über die 13-Meter-Marke. Sehr beständig, da hat sich das Training in den technischen Kraftdisziplinen mit Gregor Högler ausgezahlt. 13,60 Meter, jeder Punkt ist kostbar. Steigert sich um 6 cm. Ja, es sind 4 Punkte, wer weiß, wofür die 4 Punkte noch gut sind. Hoffentlich nicht verletzt, da wird gleich auch Physiotherapie gemacht. Gregor Högler, der Mann für alle Fälle, selbst der Österreichs bester Speerwerfer gewesen, jetzt als ÖLV-Trainer im Team mit Philipp Unfried und Inga Babakova, die eben da auch hilft, und Wolfgang Adler. Sorgen Sie für eine ganz starke Ivona Dadic. So, Ivona Dadic auf der Anlage B. Sie hat 2 exzellente Leistungen erbracht. Matcht sich da ja immer mit Dominik Distelberger, wer den besseren Kugelstoß natürlich mit anderen Gewichten hinlegt. Sie hält bei 13,60 Metern. Der war es nicht. Macht nichts. Das war eine sehr starke Performance, auch wenn der dritte da jetzt etwas daneben gegangen ist.